Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Herr der Ringe Online. Mittlerweile bin ich im letzten Dorf angekommen von den Tälern des Anduin und krieg hier nochmal eine Quest, wo ich nach Rosgobel soll. Dort wohnt Radagast. Warum wir da jetzt wieder hin müssen, kann ich euch noch nicht genau sagen. Aber das hier ist das letzte Dorf. Ihr seht es hier, wenn man von oben, dem Norden aus, die Quests erledigt, vom Beoringer Haus aus, dann kommt man irgendwann bis hier unten. Und das ist die Chefin hier von Aheim, so heißt das Dorf. Die Quest, die ich hier gerade abgebe, könnt ihr selber lesen. Das könnt ihr generell bei meinen ganzen Questtexten, die lese ich nicht vor. Aber hier geben wir jetzt wieder einen großen Schritt ab, damit wir in Aheim auch fertig werden und uns mit dem Zwischenspiel bis Kapitel 11 beschäftigen können. Kapitel 11 im Schwarzen Buch von Mordor bedeutet, dann sind die Täler des Anduin fertig. Das findet woanders statt, aber das Zwischenspiel findet noch hier statt, nämlich in den Schwertefeldern und dort auch im Westen von den Schwertefeldern. Da geht es nämlich den Berg hoch. Aber jetzt erstmal hier weiter mit Radagast. Ich sollte den ja besuchen gehen. In Rosgobel war er wohl nicht. Er ist hier jetzt gerade. Und hier kriegen wir auch schon wieder Folgeinformationen. Auch er erzählt hier gerade etwas Interessantes. Etwas dringt vom See im Schwertetal in die Erde. Ich kenne den Grund dafür nicht, aber ich spüre eine tödliche Dunkelheit. Und dafür sollen wir mit Gandalf sprechen in Grimbeorns Hütte. Das heißt, Radagast hat irgendwas rausgefunden, was genau, wissen wir aber auch noch nicht. So, also müssen wir da oben hin. Rosgobel leuchtet auch noch, da sind halt tägliche Quests zu tun. Und dann hier noch Schwertefelder, also drei Sachen, die wir noch tun müssen. Dann sind wir bald hier durch. Heute ist der vorletzte Teil in den Tälern, kann ich euch jetzt schon versprechen. So, und hier haben wir Radagast. Schön, dass ihr da seid. Ich brauche eure Hilfe. Jetzt haben wir auch eine Karte hier hin. Können also relativ zügig immer hier hin. Und jetzt sollen wir auf Radagast warten. Ein Geschenk von Radagast. Jetzt kommen wiederholbare Aufgaben. Die hatte ich bis jetzt noch nicht. Und die sind dafür da, um halt Tausch-Items, Belohnungs-Items hier von Radagast zu bekommen. Werde ich nicht erquesten. Habe ich keine Zeit für. Wir müssen nach Update 25 nach Minas Morgul. Aber ihr seht, wir haben theoretisch die Möglichkeit, hier ganz viel Zeug für ihn zu erledigen. Und wenn wir das machen, kriegen wir immer irgendwelche Tausch-Items. Das hier ist natürlich jetzt erstmal was an Leckerlis. Ja, das ist doch auch schon mal schön. Leckerlis kann man immer gut gebrauchen. Aber die wichtigen Sachen sind die ganzen anderen Quests, die da eben standen, diese wiederholbaren. So, jetzt geben wir erstmal das hier ab. So. Und jetzt zum Beispiel diese hier. Ihr seht, da gibt es immer diese Eichenblätter aus Rosgobel. Und die kann man dann eintauschen. So, Zähmungskunden. Ja, hier sind überall Dachse. Die brauchen die Leckerlis. Und ja, es ist halt ein bisschen Radagast-mäßig, ne? Viele Tiere besuchen, viele Tiere irgendwas zu essen geben. Und Häschen hüpf, ne? Also ganz süße Quests, aber ist gar nicht so mein Ding. Hier gibt es schon wieder Leckerlis. Hier müssen wir jetzt einfach mal Eier sammeln gehen. Jo, wer sich damit beschäftigen möchte, nicht schlecht. Die Gegend hier ist hübsch. Aber ich habe jetzt keinen Bock auf Brokkoli und auch nicht auf Kohl. Und deshalb machen wir mal weiter mit ins Schwertetal. Darum geht es nämlich heute im Zwischenspiel. Und da ist was passiert. Dort befindet sich die alte Zwergenmine Kitzul Kalar. Das ist das letzte Gebiet, wo wir bis jetzt noch nicht waren, hier in den Tälern. Also diese Zwergenmine, die werden wir jetzt noch so ein bisschen untersuchen, besuchen und uns genauer anschauen. Dort findet das Zwischenspiel statt und dann haben wir alles durch. Okay. Radagast war in letzter Zeit sehr beschäftigt, denn er hat den Elben und den Waldmenschen bei verschiedenen Angelegenheiten in Erin, Lasgalen und in den Tälern geholfen. Genau, das war jetzt nicht so viel Info von Gandalf, na gut. Aber die beiden treffen sich jetzt hier und wollen zu den Schwertefeldern. Gandalf, wir haben beide die Schatten gesehen, die über die Felder streifen. Aber das ist nicht der Grund dafür, dass ich euch hierher gerufen habe. Pause drücken. Wichtige Infos.
Und danach spreche nur weiter mit Gandalf. Radagast findet die Maschinenschäden ziemlich schlimm, die hier Scharrer oder Saruman, je nachdem wie man ihn nennt, verursacht hat. Und ihr dürft nicht alle Schuld auf euch nehmen, Radagast. Saruman hat uns alle getäuscht. So, das ist erstmal die erste Information. Garion, ich übertrage euch die Erkundung des Schwerteltals. Sehr gut. Jetzt können wir also das Tal erkunden, was wir eigentlich schon, ja, ich sag mal, 10-mal bis jetzt durchreist haben. Irgendwelche Geister und Scharrer und Quests gemacht haben. Also da haben wir bis jetzt richtig viel getan. Aber jetzt geht es halt wirklich darum, nochmal das Ganze genau zu erkunden. So, und dann sind hier Geister. Als ihr auf den Schatten zugeht, werdet ihr vom Schrecken übermannt. Sohn keines Blutes, Sohn keines Blutes. Die Stimme des Schatten klingt grausam und kalt. Also irgendwie wird er hier unsichtbar gefoltert und der Schatten von Vagari, dem Wanderer, verblasst langsam. Okay, da haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal was über Vagari gehört. Was wir jetzt noch nachschauen müssen, weiß ich gar nicht. Also jetzt müssten wir theoretisch wieder zurück zu Gandalf. Auf jeden Fall ein Geist mit dunkler Herrscher, ist hier in den Feldern. Vagari verschwindet aus eurem Sichtfeld, aber ihr spürt, dass auf dem Klippenpfad im Nordwesten noch jemand ist. So, und dieser Klippenpfad, da habe ich ganz schön lange gesucht. Ihr seht hier den Wasserfall. Und ich denke, hier müsste es ja irgendwo den Pfad geben, aber weit gefehlt. Man muss ganz lange suchen, auch nicht jetzt hier weiter im Norden und auch nicht hinter dem Wasserfall. Man muss ganz weit in den Süden, ganz weit schauen. Also hier ist alles falsch, ne? Also wenn er hier versucht hochzuklettern oder so, geht alles nicht. Ihr müsst ganz weit in den Süden an dem Felsen entlang. Und dementsprechend irgendwann findet ihr dann einen Pfad, der führt hier oben rechts auf die Klippen hoch. So, und jetzt bin ich schon wieder ein bisschen weiter, habe hier viele Geister, die mich ärgern. Das hat richtig lang gedauert, bis ich das gefunden habe. Das haben sie echt gut versteckt. Ne, also auch hier noch immer nicht. Ich gehe immer noch nach Süden. Und immer noch ist kein Pfad zu sehen. Ihr müsst also richtig weit laufen. Und irgendwann findet dann einen ganz normalen Weg. So, hier. Das sieht doch schon so ein bisschen danach aus, als würde man hier den Berg hochkommen. Aber überall ist noch Felsen, überall ist noch Steilwand. Also theoretisch alles noch nicht begehbar hier. Aber wenn wir hier noch ein bisschen klettern, dann ist er hier. Wir haben den Pfad gefunden. Wird von Geistern bewacht. Man muss sich also auch hier wieder ein bisschen durchschlagen. Ich gehe jetzt einfach mal weiter, damit wir schneller vorankommen. Hab ein paar Geister weggehauen und jetzt sind wir endlich oben am Wasserfall und nun sind wir in einem neuen Bereich. Das muss die Maid der Schwertel sein. Aha, ein neuer NPC. Auf jeden Fall haben die vom Waldvolk von ihr erzählt und die heißt Gultava, die Maid der Schwertel. So, mit der können wir sogar reden. Die steht also oben am Wasserfall. Und jetzt gucken wir mal, was die zu erzählen hat. Die Maid starrt euch an, ohne eine Miene zu verziehen. Schließlich erhebt sie die Stimme, die wie Wasserplätschern auf Steinen klingt. Was führt euch hierher? Und schon gibt es eine Folgequest. Die Augen der Maid sind wie tiefe, stille Brunnen. Ja, und sie ist schon wieder weg. Irgendwie kann die also auch zaubern. Die scheint wohl irgendwie weitergegangen zu sein. Die kann sogar teleportieren, wie es aussieht. So, die Maid blickt euch aus unergründlichen Augen an. Sie begegnet euch mit Misstrauen. Und wir müssen wieder weiter westlich. Wie gesagt, das meiste davon müsst ihr halt kurz lesen. Erneut verschwindet sie und erscheint weiter westwärts neu. Woher ich das immer weiß, kann ich euch nicht genau sagen. So, hier haben wir sogar einen kleinen Hafen und sogar einen Stallmeister, einen Hafenwächter, den man bis jetzt gar nicht kannte, am Nordufer. Man kann also hier auch noch demnächst über dieses Ufer rüber. Hallo Garion, die Felsen, die diesen Weg blockiert haben, sind nun fort, aber jetzt kommen seltsame Schatten ins Tal.
So, und jetzt sind wir also hier im letzten Quest-Hub. Und ihr seht es, das ist gar nicht mal so ein kleiner Quest-Hub. Jetzt können wir echt viel erkunden hier. Die Mine erkunden, Wasserleitungen erkunden, Wasserspeicher erkunden. Das Innere der Ruinen, den Bergpass. Ja, und die kann man auch noch. Dafür gibt es noch eine extra Quest. Also, das ist jetzt richtig viel, diese Ruine dort zu erkunden. Das werde ich also ziemlich viel kürzen. Ihr seht, ich bin jetzt ganz im Westen an diesem Riesensee. Und da kann man auch noch in den Norden an den See. Und der nördliche Teil ist dann sogar Gruppengebiet. Aber ich habe nur den südlichen Teil gemacht, weil ich halt dann einfach auch nach Minas Morgul wollte. Und an der Ruine wirft uns die Maid jetzt einen rätselhaften Blick zu. Wunderbar. Und jetzt erzählt sie uns auch mal ein bisschen was mehr. Und wir sollen die Erde der Reinheit nehmen. Jetzt sollen wir ihr also helfen. Als die Maid gen Osten über das stille Wasser schaut, steigen vor euren geistigen Auge ungebetene Bilder auf. Ihr seht Blumen inmitten der Lager eurer Feinde in den Tälern des Anduin und markiert sie hastig auf eurer Karte. Jo, und das heißt, jetzt muss ich wieder zurück in die Täler und Erde der Reinheit nutzen. Das ist also alles ziemlich viel Arbeit hier. Durch diese Ruine zu laufen wegen den ganzen NPCs oder den ganzen Mobs ist viel Arbeit. Die Maid wartet darauf, dass ihr ja die Erde mitnimmt. Der Boden zwischen euren Fingern fühlt sich fruchtbar und nährreich an. Und ja, erstmal diese Ruine und dann noch jetzt überall, wo es hier blinkt im Tal, müssen wir auch noch hin. Ja? Also hier seht ihr gerade, da sind Blumen. Also viel Reisequest. Ja? Und dann immer diesen blöden Berg hoch und runter, da diesen Wasserfallberg, diesen Pfad. So, jetzt sind wir mal ganz durch die Ruine durch. Da unten ist der nördliche Bereich. Und hier können wir auch nicht rüber. Also da zu diesen Würmern können wir nicht gerade. Da scheint dann halt die Gruppenebene zu sein. So, und hier sind dann auch noch die Kammern der Ruine. Also ich habe jetzt schon viel erkundet, habe vieles ohne euch gemacht, weil ich habe natürlich sehr viel gekürzt. Und die Quest müssen wir auch abschließen. Für eben den Questgeber betretet Kitzul Kala, da sind wir jetzt hier gerade drin. Und hier müssen wir natürlich dann auch einige Mobs weghauen und uns hier in der Kammer mal genauer umschauen. Aber wichtig ist, hier kommt nachher noch eine sinnvolle Story bei raus, bei diesem Zwischenspiel. Also die Story ist auch sehr interessant. Im Moment scheint das alles so ein bisschen, naja, guck mal ein paar Zwergenruinen durch, guck mal ein bisschen, was mit dieser Maid ist. Aber am Ende, kann ich euch schon versprechen, ist das echt interessant. Auch wenn es viel Arbeit war. Müsst ihr auf jeden Fall mal machen. So, und wenn er dann ganz weit in den Osten, in den Westen geht, also noch westlicher als westlich, das seht ihr hier, ne? Also, wenn ihr jetzt genau auf der Map mich gesehen habt, dann kommt er sogar in so eine Eisschlucht. Die muss man auch kurz erkunden. Da sind dann auch wieder Frostgrimmige, die kennt man ja noch so ein bisschen aus Vorochel. Ist auf jeden Fall cool, dass es hier so unterschiedliche Gegenden noch gibt, die man gar nicht sonst besucht hätte. Also, dass das Zwischenspiel noch so einen Bereich hat und ja wirklich noch viel Arbeit bedeutet, hätte ich nicht gedacht. So, als ihr über den Bergpass nachdenkt, konnte ich jetzt nicht so schnell lesen. Hätte da wieder Pause drücken müssen. Und hier können wir sogar in den alten Bereich. Also jetzt hier wird sogar gerade der alte Bereich nachgeladen. Und wo landen wir? Das ist halt auch mal ganz interessant. Nicht im Nebelgebirge. So. Sondern beim Rothornpass. Und der ist in der Region. Ja, wir landen jetzt also ganz woanders. Weil wir halt auch südlicher als beim Bilvisdorf sind. Da waren wir auch schon in den letzten Let's Plays in den Tälern. Aber ziemlich verschneiter Rothornpass hier. Jetzt gehen wir wieder in die Kammer rein. Ich habe alles erledigt in der Kammer. Schattenrunen und so weiter und so fort. Geheimnisvolle Schattenrunen vernichtet. Und schon haben wir auch die Kammer durch. Die Kammer war jetzt nicht so besonders. Das waren jetzt 3-4 Gänge. Ne? Also ihr seht das hier. Da musste ich mich halt durch ein paar grüne Mobs durchhauen. Und jetzt können wir dann auch nach der Erkundung die Quest hier unten wieder abgeben. Ihr seht schon, ich schneide sehr viel, sehr schnell, damit wir halt wirklich durchkommen jetzt bald nach Minas Morgul. Weil wir müssen noch die Geschichte von der Maid auf jeden Fall uns durchlesen und auch angucken. Da gibt es noch viel Story. Also dieses Zwischenspiel
ist noch viel mehr Arbeit als jetzt hier nur so ein bisschen das Erkunden gewesen. Und er hat auch schon die nächste Quest. Und da seht ihr kleine Gefährtengruppe, die wandernden Hügel. Und das habe ich dann nicht mehr gemacht. Also schließt Orks vom Pech verfolgt, die Bestien des Berges, die Riesen des Schwerteltals ab. Ja, also wenn wir jetzt mit dem Hafenwächter auf die andere Seite vom See kommen, dann sind dort Steinriesen und die sind wohl alle Signatur oder stärker. Und das heißt, da brauchen wir eine kleine Gefährtengruppe. Die habe ich mir nicht mehr gesucht jetzt im Add-on. Wenn ihr das noch machen wollt, ja, das ist euch ja überlassen. Vielleicht hat er dann noch eine Folgequest. Ich wusste aber auch nicht, wie ich schnell rüberkommen soll jetzt nach Norden, weil er hier hat keinen... Ja, ihr seht, ne, ich müsste jetzt in den Norden, da wo es rot ist. Aber der Stallmeister, der Hafenwächter, gibt uns halt keinen Pfad rüber. Ich wollte aber auch nicht rüber schwimmen, da hatte ich keinen Bock zu. Da war ich ein bisschen ja, zu faul für. Ich wusste nicht, wie ich das hier freischalten soll. Ich wollte auch die Münze nicht ausgeben. Ja, theoretisch müsste ich jetzt darüber schwimmen. Aber für eine Signaturquest habe ich gedacht, oder für eine Gefährtenquest mache ich das jetzt nicht. Aber jetzt, wir haben alle Blumen in den Tälern nochmal besucht. War auch wieder eine Viertelstunde, 20 Minuten rumreisen. Und jetzt ist sie glücklich. Jetzt vertraut sie uns. Vielleicht könnt ihr ja meinem Freund helfen. Die hat einen Freund. Das ist jetzt das Interessante. Wer ist denn dieser Freund? Und jetzt wird die Geschichte wirklich gut, weil sagt mir, wenn ihr so weit seid, dann bringe ich euch zu meinem Freund. Und fast in Vergessenheit geraten. Ja, weil es in der Vergangenheit war. Was da war, sehen wir jetzt. So. Viele Jahre lang habe ich niemandem erlaubt, meinen Freund zu sehen. Vielleicht bringt euer Besuch ja Trost. Manchmal kommen Kreaturen zu diesen Ruinen. Also das sind die Kammern, wo wir eben waren, jetzt aber als Instanz. Ich sorge dafür, dass sie nicht bis in die Kammer meines Freundes eindringen. Aber ihr seid anders, nicht wahr? Schön, dass ihr uns jetzt vertraut. Ich bin mal gespannt, wer der Freund ist. Ein Käfig? Nein, das ist kein Käfig. Diese Gitterstäbe sind da, um meinen Freund zu beschützen. Er war in letzter Zeit bekümmert. Ich hoffe, ihr könnt ihn beruhigen. Gultavas Vorhang möge verebben. Die Kammer ist dort vorne. Habt keine Angst. Okay. Jo. Jetzt sehen wir mal einen Bereich von den Kammern, den wir noch nicht sehen konnten. Oh, das sieht schön grün aus. Oh, das Wasser sieht auch gut aus. In der Grotte herrscht ein Gefühl friedlichen Schlummers. Mhm. Das sieht richtig schön aus. Wenn man tauchen könnte, wäre jetzt auch cool. Mal gucken, wie es da unten aussieht. Oh, was haben wir denn hier? Der Schatten ähnelt Vagari. Ihm fehlt jedoch der Schrecken des Wanderers. Wer seid ihr? Seid ihr hier, um mich zu befreien? Ich bin hier schon so lange. Der Schatten blickt sich sichtlich verwirrt in der Grotte um. Ich glaube, ich wollte gehen. Mein Verstand ist schrecklich vernebelt, Fremdling. Der hatte noch mehr gesagt, aber dann hätte er da Pause wieder drücken müssen. Kennt er ja. Ich hatte in letzter Zeit so schreckliche Träume. Gab es einen Krieg? Ich glaube, es gab einen Krieg. Aber ich weiß, dass mich Gultava nur beschützen möchte. Na, das Emblem auf der Brust kommt mir bekannt vor. Immer wenn ich unruhig bin, singt sie mir ein Schlaflied. Und ich vergesse alles. Wo ist sie? Ein spitzer Schrei durchbricht die Stille. Gultava! Was ist jetzt passiert? Ist das Gold hier in den Wänden? Na, da könnte ich ja mal ein bisschen was schürfen, oder? Unerwartete Besucher sind nach Kitsulkala gekommen. Eindringlinge, stören Friede! Da seid ihr ja, Garion. Elrond, Glorfindel und Gandalf ist da. Ich habe einige Zeit mit Gandalf gesprochen und mich überreden lassen, ihn bei der Lösung dieses Rätsels zu begleiten. Ich glaube nicht, dass wir finden, was er sich erhofft, aber ich habe
auf seinen Wunsch hin das Zepter von Anuminas mitgebracht. Wir haben nichts Böses im Sinn. Er hatte noch ein bisschen mehr erzählt, aber selber lesen. Düsternis hat sich über dieses Land gelegt. Könnt ihr darüber sprechen? Ihr fügt meinem Freund Leid zu. Das werde ich nicht erlauben. Und weg ist er. Sie scheint freundlich zu sein. Ist klar. Geht voran, Garion. Lasst uns herausfinden, was Ultava hier versteckt. Naja, der Schatten, der da oben steht, das habe ich ja schon gesehen. Also, so viel mehr dürfte das jetzt nicht sein, was sie versteckt. Aber vielleicht ist der Schatten ja ein bekannter Freund. Vielleicht kennt man den ja schon aus der Storyline. In dieser Grotte wirkt eine Art Verzauberung. Ich kann sie spüren. Was habt ihr mit Kultava gemacht? Macht ihr euch solche Sorgen um eure Kerkermeisterin? Wir sind Freunde. Sie ist meine einzige Freundin. Seht mich an, Schatten. Kann das wahr sein? Da ist Gultavar wieder. Eindringlinge, Störenfriede, lasst uns in Ruhe. Wir wollen euch nicht in Bedrängnis bringen, Geist. Es wird Zeit, Herr Elrond. Führt eure Prüfung durch. Wisst ihr, was das ist? Das Anuminas Zepter? Ich weiß es nicht. Ich wusste es nie. Ich bin so müde. Weckt ihn aus seinem Schlummer, Gultava. Er hatte solche Schmerzen, als ich ihn fand. Nur ich kann seine Qualen lindern. Hört mir zu, Schatten. Ihr wisst, was ich bei mir habe, und ihr wisst, wem es gehört hat. Ich weiß nicht. Ich denke, ihr wisst es sehr wohl. Gultava versucht es vor euch zu verstecken. Lasst ihn vergessen! Lasst ihn vergessen! Das ist keine Barmherzigkeit, Kuldava. Was habe ich bei mir, Schatten? Nennt es beim Namen, dann werde ich auch euren Namen aussprechen. Es ist das Zepter von... meinem Vater. Ich nenne euch Isildur, ältester Sohn von Elendil und einziger Hochkönig von Arnor und Gondor. Schatten von Isildur. Ich erinnere mich. Wie cool, wir haben Isildur gefunden. Der dir den Ring verloren hat. Das ist doch mal der Hammer. Ich sehe die Gesichter jener, die ich kannte, aber das ist so lange her. Es gab einen Krieg und es schien, als würde er niemals enden. Und doch tat er es, zumindest gab es ein Ende. Aber Frieden? Nein, nicht von Dauer. Ich erinnere mich an den Tod. Er ist fort. Ihr habt ihn mir genommen. Er war ein Mann, Gultava. Nur ein Mann. Ihr könnt ihm nicht die Ruhe geben, die er braucht. Ihr wart grausam zu mir. Im Gegenzug fordere ich, dass ihr ihm nichts antut. Wenn ihr ihn in Frieden bringen könnt, so verlange ich, dass ihr entsprechend handelt. So, und jetzt hat sie noch ein paar Informationen. Das ist ja auch ganz schön für uns.
Aber es geht jetzt um den Schatten von Isildur. Das ist das Zwischenspiel, das ist die Hauptstory. Wir haben also wirklich den gefunden, der damals gegen Sauron gekämpft hat, der, soweit ich weiß, den Ring abgeschlagen hat von der Hand, der den Ring dann durch das Land getragen hat und dann hier leider wieder verloren hat. Die Story, die kennen wir ja alle schon so ein bisschen. Auch in den letzten Let's Plays wurde diese Story gut erklärt von Gandalf und so weiter und so fort. Gandalfs Verdacht hat sich bestätigt, Gary. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber als ich ihn mit eigenen Augen sah, konnte ich die Wahrheit nicht verleugnen. Als Isildur starb, blieb sein Schatten zurück und Gul'tavar hat ihn die ganze Zeit hier gehabt. Das war jetzt so die Schnellzusammenfassung. Und jetzt sind wir wieder bei Isildur. Der ist auf seinem Hügel und hat ganz viel Geschichte zu erzählen. Und was der jetzt alles zu erzählen hat, was Gandalf im Beoringerhus uns noch zu erzählen hat, was wir alles noch mit dem Schatten jetzt erleben und wie wir dann zu Kapitel 11 kommen, weil dann das Zwischenspiel beendet wird, das sehen wir im nächsten Let's Play. Dann geht's nach Mordor und dann geht's endlich weiter in der epischen Storyline. Und ja, lest euch das auf jeden Fall mal durch, weil es doch schön zu sehen, was er noch zu der Geschichte mit dem Ring zu erzählen hat von damals. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da und ein Abo. Ist auf jeden Fall nochmal eine coole Wendung, Isildur hier zu treffen. Und wie es dann, wie gesagt, weitergeht beim nächsten Mal. Wenn ihr auch noch auf die Glocke drückt, werdet ihr da auch noch benachrichtigt, wenn ein neues Video online geht, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Also das wäre noch der dritte Knopf neben dem Like und dem Abo-Knopf. Also echt viele Knöpfe hier bei mir. Aber ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Macht's gut, bis demnächst. Bye, bye.